Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Risen. Wir vertreiben weiter munter, fröhlich Banditen aus der Stadt. Delgado verlässt selbige bereits. Die anderen sind leider noch in der Stadt. Außerdem muss ich Heiltränke für Belschwur verteilen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich jetzt schon verteilt habe. Einen durfte ich behalten, vier habe ich. Ich weiß nur nicht, wie viele ich früher schon hatte. Also bringt mir diese Zahl überhaupt nichts. Ich gucke ins Questlog. Lol. Aktuell Hafenstadt. Felle für Fleisch. Der gefangene Schatzsucher. Medizin für alle. Ja, aber wie viele habe ich denn schon? Boah, Mann. 7. Ah, ich habe die Liste. Die Liste der Bedürftigen. Elias, Cole, Finn, Josh, Martha. Mir fehlt also, anders gesagt, eigentlich nur noch Martha. Und um die kümmern wir uns jetzt. Ich will doch nur schlafen. Sie ist leider ziemlich verpennt, aber ihr Ehemann hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir ihm den Heiltrank geben. Hallo, Bauer. Hallo, Fremder. Ups. Das war irgendwie witzig. Aber ich wollte eigentlich mit einer anderen Person reden. Hallo, Bauer. Hallo, Fremder. Schön. Meister Belschwur schickt mich zu dir mit diesem Heiltrank. Ich danke dir, Fremder. Endlich mal jemand, der sich um uns kümmert. Danke. Doch die Heiltränke von Meister Belschwur allein werden nicht reichen, fürchte ich. Ich muss meine Frau von diesem elenden Ort wegbringen. Sie braucht ein warmes, sauberes Bett. Wenn ich nicht bald eine Unterkunft für sie finde, wird sie mir doch noch sterben. Ich werde ein Bett für deine Frau Martha finden. Ich danke dir, Fremder. Ich kann nur hoffen, dass du fündig wirst. So, wir suchen ein Bett für Martha und ich kenne da zufällig jemanden in der Stadt, der sich im Besitz von Betten befindet. Hey, hör mal zu, Costa. Ich habe da eine kranke Bäuerin. Sie braucht eine saubere Unterkunft. Schön für sie. Was hab ich damit zu tun? Arschloch. Ist ja gut. Ich werde das Bett für sie bezahlen. Das ist natürlich etwas anderes. Gib her. In Ordnung. Sie soll ihr Bett bekommen. Na also, geht doch. Ich hätte am liebsten die Dialogoption gehabt. Entweder du gibst ihr jetzt das verdammte Bett oder ich hau dich auf selbiges. Naja. Deine Frau kann zu Costa umziehen. Ist das wirklich wahr? Ich danke dir, Fremder. So etwas hat noch nie jemand für uns getan. Du bist ein guter... Ist ja auch Singleplayer. ...und sollst dafür belohnt werden. Wir haben nicht viel, aber geh zu meiner Frau. Sie hat etwas für dich. Was denn? Ich war gerade eingeschlafen. Danke für deine Hilfe. Sieh mal an, du kannst ja doch reden. Ja, aber es strengt doch sehr an. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alles Gute, Fremder. Das werden wir dir nie vergessen. Er... Also, die erste Frau, die wir getroffen haben, war zu doof, um zu kochen. Und die zweite, die wir im Spiel treffen, gibt uns ein Kochrezept als Dank. Das ist irgendwie schon auffällig. Diese dauernde... Naja, ich sag mal nichts dazu. Schon auffällig, dass alle Frauen in diesem Spiel ausschließlich kochen können. Sie kämpfen mit dem Rührlöffel. Wir sagen Belschwur jetzt einfach mal Bescheid, dass wir alles für ihn getan haben. Außerdem finde ich es cool, wie ich herumzappeln kann. Das ist eine wunderschöne Sprunganimation, oder? Ich habe keine Ahnung, wie sie das verhunzt haben. Hey, hör mal zu. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine große Hilfe. Die heilige Flamme möge dich schützen. Die kranke Bäuerin Martha hat jetzt eine sichere Unterkunft. Sehr gut, mein Sohn. Du bist ein guter Mensch. Ach, wenn doch nur alle Leute in dieser Stadt so rücksichtsvoll wären. Hier, ich hab da was für dich. Was hast du? 2 große Heiltränke, das ist definitiv mehr wert als die 30 Gold, die ich ausgeben musste. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Ich denke, im Moment wäre das alles, mein Sohn. Vielleicht später.
Okay. Schon möglich. Wir können ihn jetzt fragen, wie kann ich Magier werden, und dann erzählt er uns etwas davon, dass er eine Empfehlung ausstellen kann. Glaube ich, irgendwas in die Richtung. Na, vielleicht gibt das EP. Vielleicht gibt das EP. Die endgültige Entscheidung müssen wir, glaube ich, erst in der Festung, in der Vulkanfestung selbst treffen. Bla bla bla. Du bist sehr schnell in deinem Doch das... Falls ja, ja. Du müsst jede... Verstehe. Bla, du musst dich auf dein Ski konzentrieren. Okay, habe ich mich doch geirrt. Hat er uns doch nichts Sinnvolles zu sagen. Bin recht froh, dass ich den Schwachsinn dann geskippt habe. Hallo, Ordenskrieger. Ich breche hier nur mal ein. Wie er es halt nicht gesehen... Hallo, Nelson. Ich bin gerade... Ach, deshalb wurde ich nicht verkloppt. Weil ich hier sein darf. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Rechts, rechts, links, jawohl, links. Yay! Yeah, eine weitere Witz... erzählen, Kiste. Die Truhen hier haben mehr Humor als die Bewohner. Ahoi, Fremder. Ich bin Nelson, Kartenzeichner. Cool. Was hältst du vom Gesetz des Inquisitors? Das ist zu unserem eigenen Schutz. Abgesehen davon hätte ich gar nicht den Mut, draußen rumzulaufen. Überall diese Monster aus den Ruinen. Verstehe. Zu unserem eigenen Schutz. Wir könnten eine Karte der Insel besorgen. Ich glaube aber, wir haben ja eine. Was bringt einem das denn? Weiß es nicht. Gucken wir mal. Ich brauche eine Karte der Insel. Wofür? Es darf doch niemand die Stadt verlassen. Das wird mich nicht lange aufhalten. Nun, wenn das so ist, dann will ich dir eine Karte zeichnen. Okay. Was verlangst du für die Karte? Oh, ich werde sie dir zu einem angemessenen Preis überlassen. Aber darüber können wir reden, wenn sie fertig ist. Naja. Wie lange wird... Oh, das geht nicht. Finde du erst einmal einen Weg... Okay, also wenn wir aus der Stadt raus sind, anders gesagt in Kapitel 2 oder so, kriegen wir dann diese Karte. Hey Sid, du siehst zufällig aus wie so ein Bandit des Dons. Na also, und fang bloß nicht wieder damit an. Ich mag keine Banditen des Dons, weißt du? Hey, ich bin Sid. Und du bist hoffentlich kein Schoßhund des Ordens. Doch, doch. Was hast du gegen den Orden? Der Orden sperrt uns wie Vieh in dieser Stadt ein und verschleppt unsere Männer in die Vulkanfestung. Sieh dir Rodriguez an. Er war mal einer von uns. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Und jetzt, da oben in der Festung, haben sie irgendwas mit ihm gemacht. Sie haben ihn umgedreht. Jetzt ist er nur noch ein Werkzeug des Inquisitors. Scheiß auf ihn. Werden wir auch, yay. Wer ist Rodriguez? Das ist eine gute Frage. Er war mal ein guter Dieb. Aber dann haben sie ihn draußen beim Plündern erwischt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben. Aber ich erkenne ihn nicht wieder. Jetzt bewacht er im Namen des Ordens das Schlachthaus am Hafen. Brauchst du Hilfe? Rodriguez hat es auf mich abgesehen. Der Kerl will mir ans Leder. Wenn du mir helfen willst, finde heraus, was er vorhat und erzähl's mir. Ja, ich werde natürlich genau das Gegenteil tun. Hallo, Fremder. Ich bin Casey. Hallo, Casey. Wie bist du denn in die Stadt gekommen? Die Tore sind doch längst verschlossen. Nun... Du bist ganz schön neugierig. Keine Angst, Süßer. Ich will dir keinen Ärger machen. Ich bin mir sicher, jemand wie du findet immer einen Weg. Was machst du hier? Ich bin die Freundin von Sid. Er ist einer der Banditen des Don. Ach was. Er ist schlau und stark und er weiß, was eine Stadtfrau verlangt. Du meinst? Genau. Er macht mir Geschenke. Erst letztens hat er mir einen schönen Ring geschenkt. Ein schöner Ring? Kann ich deinen Ring mal sehen? Nein, das ist meiner. Nachher nimmst du ihn mir noch weg. Oh nein. Erzähl mir von dir. Was soll ich da schon erzählen? Sid ist mein Freund, ich mag ihn. Naja, ich mach für ihn sauber und koche und so. Aber er redet kaum mit mir. Ich meine, er ist ein guter Liebhaber. Boah. Ich muss weg. Okay, also, Frau Nummer 3 ist dumm wie Stroh und hey, du, macht nur Carlos sauber. Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Yay, yeah, Carlos. Ist voll cool, denke ich.
Wir werden aber erstmal zu Rodriguez gehen und dann zu Carlos. Aua, was soll denn das? Dirne. Ist was? Nee. Was denn? Nicht. Vasili, ein Schiffsoffizier, ein Seemann. Hey, Vasili. Hast du einen Stängel Kraut für mich? Sehe ich so aus, als würde ich das Zeug verteilen? Geh zu jemand anderem. Ich habe Rüstungsplatten geklaut, die zu irgendeiner Quest gehören, die ich noch gar nicht habe. Ich mag das. Hat meine Alte dich geschickt? Was? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das ist auch besser so. Tilda ist ständig am Quatschen. Das hält auch keiner aus. Was denkst du über die Inquisition? Schweinehunde allesamt. Sperren uns hier ein und behaupten, sie wollen uns helfen. Da spuck ich drauf. Ist das so? Schön, wie ich diese Rüstungsplatten klaue, obwohl ich die Quest noch nicht habe. Schön, dass ich sie überhaupt klauen kann. Wunderschön. Ja, jetzt musst du aufstehen, um mit mir zu reden, natürlich. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Ernte weg, Kühe weg. Also auch ein Bauer. Und jetzt will Carrasco mir nicht mal mehr einen Job als Kistenschlepper geben. Vielleicht säufst du zu viel. Ach, Quatsch. Das hat damit nichts zu tun. Sondern? Langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Wenn du quatschen willst, geh zu Lucor. Der weiß doch, was läuft. Mhm. Nee, es liegt nicht daran, dass du zu viel säufst. Auf keinen Fall. Hi. Was guckst du denn so? Hast du noch nie einen arbeitslosen Fischer gesehen? Was? Hey, lass mich einfach in Ruhe trinken. Wenn du reden willst, spendier mir einen Rum. Hast du meinen Rum? Ja. Hier hast du einen Rum. Prost. Der Suff ist das Einzige, was ich noch habe. Du bist Fischer. Ei, bin ich, aber ich habe mein Boot draußen im Sturm verloren. Seitdem habe ich nichts mehr. Ich kann froh sein, dass Patty mich noch anschreiben lässt. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und? Was habe ich damit zu tun? Wäre das nichts für dich? Du bist schließlich Fischer. Ich? Fische verkaufen? Warum sollte ich das tun? Damit du nicht den ganzen Tag hier rumsitzt und säufst? Ein Fischladen wäre genau das Richtige für einen Fischer. Das will ich meinen. Und du hast gerade keine Arbeit. Da ist was dran. Wie viel soll der Stand denn kosten? Boah, sind die doof teilweise. Für 300 Goldstücke gehört der Stand dir. Es ist bitter, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was meinst du? Ich habe nicht genug Gold und brauche deine Hilfe. Und was soll ich tun? Was soll ich für dich tun? Pass auf, ich habe da etwas, das ist viel mehr wert als die paar Goldmünzen. Wo ist dann das Problem? Psst, nicht so laut. Es ist ein Artefakt aus den Ruinen, verstehst du? Du lässt anschreiben, obwohl du ein Artefakt besitzt? Das kann man nicht einfach so verkaufen. Dafür kann man in die Vulkanfestung geschmissen werden. Verstehe. Aber ich würde es dir verkaufen, für 300 Goldmünzen. Dann kann ich den Laden übernehmen. Verstehe ich das auch richtig? Du hast momentan null. Naja. Das ist dir anscheinend zu teuer. Und ach, wir gehen zu Patty und verkaufen ihr Zeug. Was das für ein Artefakt ist, sehen wir dann, ja? Hey, Patty. Hey, Fremder. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Hier hast du ein Bier. Trink erstmal ein. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Das ist gut. Ach, ich hatte gehofft, man könnte bei ihr handeln. Was ist das eigentlich für ein Artefakt? Was ist das für ein Artefakt? Ein Ring. Ich glaube, er ist ein bisschen magisch. Was ist? Willst du ihn? Ja, aber ich suche gerade einen Händler, bei dem ich irgendwas verkaufen kann, damit ich ihn mir leisten kann. Ah, hier ist der andere Bruder von dem Schatzsuchtypen, Dütar, den er sehr lang nicht mehr gesehen hat. Oh, das ist eigentlich ein sehr schöner Zufall. Interesse an einem wertvollen Artefakt? Klar. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja, pass auf. Kommt ein Seemann in die Kneipe. Unter dem einen Arm trägt er einen Huhn, unter dem anderen eine dicke Wurst. Der Wirt fragt ihn... Na, den kenne ich schon. Ich hab die zweite Schale. Wer bist du? Ich bin Schatzsucher. Heiße Dütar. Du bist einer der Drillingsbrüder, richtig? Du kennst meine Brüder? Kennen ist zu viel gesagt. Zumindest bin ich schon mal einem von euch begegnet. Hm. Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten.
Olf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Seid ihr wirklich? So, da ist nur eine Stadtwache. Er hier ist nur ein Offizier. Dann gibt es in diesem Etablissement hier eigentlich nur noch Patty, die da in der Bar steht. Sag mal. Gib mir noch ein Bier. Ich wusste, es würde dir schmecken. Aber ab jetzt bezahlst du dafür, okay? Okay. Zeig mir deine Ware. Man kann ja doch bei ihr handeln, das ist super. Dann will ich erstmal meinen Schwachsinn loswerden. Diesen Holzschild werde ich wohl nicht mehr benutzen. Diese beiden Ringe sind sowieso nur für Geld da. Ah, verdammt, mehr Schwachsinn habe ich aber auch nicht wirklich. Boah, dieses High-Stake auf der anderen Seite. Ist ziemlich viel wert. Wann brauche ich schon eine Heugabel? Jetzt mal logisch betrachtet. Oder Messer. Oder eine Fiedel. Oder ein Fiedelbogen. Vielleicht habe ich ja doch mehr wertvolles Zeug, als ich dachte. Ein Teller. Ich habe sowieso nichts zu essen. Zähne. Ich verkaufe dir meine Zähne. Jetzt kann ich mir was zu beißen kaufen. Aber ich kann nicht mehr beißen. Genau, handel das mal. Außerdem habe ich noch diesen Sack. Nun. Genau, nichts. 25 Goldmünzen. Das war leider leer. Ich brauche Gold. Ich brauche ein bisschen Gold. Ich komme wieder, Typ. Nico. Und dann werde ich mir dein komisches Artefakt, deinen magischen Ring kaufen. Aber was das für ein magischer Ring ist, das finden wir erst in der nächsten Folge raus von Let's Play Risen. Bis dahin... Ist was? Was denn? Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ja, ich will jetzt nicht mehr mit euch reden. Bis dahin, ciao.